der Hund hat schon wieder überall hingeschissen. Du wolltest den Hund, ich wollte den Hund überhaupt nicht. Und das. Alle Pitbulls sind gefährlich. Das galt zumindest bis Juli 2024 in Brandenburg. Nun sind die sogenannten Rasselisten aber abgeschafft und es gilt nur noch, wie sich der Hund wirklich verhält. Aber wie finde ich eigentlich raus, wie so ein Hund tickt? Ja, das finden wir heute heraus mit den Hundeprofis vom Tierheim Torno. Dafür treffen wir Staffordshire Bull Terrier Pascha und zwei Hundeprofis. Jamie, die hier im Tierheim Tierpflegerin ist und Pascha sehr gut kennt, und Hundeprüferin Cindy, die ihn heute zum ersten Mal trifft. Der wurde an der Kette und in einem kleinen Häuschen gehalten. Also keine artgerechte Haltung für den Hund und wurde deswegen halt sichergestellt. Und vermittelt habt ihr den noch nicht gekriegt, weil? Weil er in Brandenburg halt nicht erlaubt war bis jetzt. Denn seit 2004 gab es in Brandenburg zwei Rasselisten für gefährliche Hunde. Liste 1, Hunde mit unwiderlegbarer Gefährlichkeit. Diese Hunde durften nicht gehalten werden. Zur zweiten Liste gehörten Hunde mit widerlegbarer Gefährlichkeit. Für diese Hunde mussten Halterinnen und Halter eine Erlaubnis und einen Wesenstest vorweisen. Zum 1. Juli 2024 wurden diese Listen in Brandenburg abgeschafft. Aber ist ein Ex-Listenhund wie Pascha wirklich nicht gefährlich? Wir machen mit Hundeprüferin Cindy den Test. Soll ich ihn direkt rausholen von außen? Oder? Ich würde gerne, dass du reingehst. Ja. Also in sein Territorium eindringen. Na, springt er sie an, knurrt er sie an oder akzeptiert er es? Das heißt, was testen wir jetzt alles? Na, jetzt erstmal so diesen Grundgehorsam, Halsband anlegen. Meidet er dieses? Will er das gar nicht? Will er gar nicht, dass da so ein olles Ding drum kommt oder nicht? Und die Leine. Das heißt, das sind jetzt Sachen, mit denen du die Hunde testest, ob sie, ich sag mal, so gesellschaftsfähig sind. Ich würde sagen, fahr doch einfach mal ein bisschen weiter weg dran vorbei und wir gucken, ob er hinterher hetzen will. Das interessiert ihn schon mal gar nicht. Guck mal, das macht er sehr schön. Engelsruhig. Sehr schön macht er das. Da muss ich lang mit meiner Krücke, da. Ja, interessiert ihn null, ne? Ja. Ich erschrecke mich mehr als der Hund. Jetzt testen wir, ob Pascha in seiner Vergangenheit mit einem Hetzarm für den Hundekampf abgerichtet wurde. Verbeißt er sich in den Arm, ist das kein gutes Zeichen. Und was? Ne? Jetzt beißt er rein. Könnte sein, dass er den kennt, ne? Zack. Okay, genau. Hier passe ich an und dann... Genau, die Seite, die nicht offen ist. Die muss er ja kriegen eigentlich, oder ja. Nicht? Aber es ist trotzdem schon gefährlich. Wir haben gesehen, ne? Ja. Es sollte keiner versuchen. Er verbeißt sich nicht. Er schnabbelt da so ein bisschen dran rum und eher spielerisch halt, ne? Na, da geht er in die geduckte Haltung schon mal und guckt schon mal, was das ist. Er setzt sich hin, aber er guckt zum Halter. Hast gesehen, ne? Er guckt jetzt, wo die Bezugsperson ist. Okay, wer weiß, was ich dem da erzähle. Ich lasse das lieber. So, ja, der ist jetzt auch schon ein bisschen... Er schaut die ganze Zeit, wo ist die Bezugsperson? Test bestanden, würde ich sagen. Test bestanden, ja. Was ist denn dein Zwischenfazit bisher? Wie schlägt sich denn Pascha so? Bisher hat er nichts Schlechtes gezeigt. Also, ja, sehr aufgeregt, ne? Sehr gestresst. Wie reagiert er halt auf die normalen Sachen? Also Menschen und Geräusche. Da hat er sich ganz gut geschlagen. Als gefährlich gelten laut der neuen Hundehalteverordnung nur noch die Hunde, die durch aggressives Verhalten auffallen. Zum Beispiel, indem sie Menschen und Tiere beißen oder wild hinterherjagen. Brandenburg ist damit eins von 5 Bundesländern, in denen es keine Rasselisten mehr gibt. In den meisten anderen Bundesländern, so auch in Berlin, ist die Haltung mancher Rassen nur mit Einschränkungen und in Ausnahmefällen erlaubt. Dort müssen Pitbulls, Staffordshire Terrier und Bull Terrier in einem Wesenstest, wie wir ihn hier mit Pascha machen, beweisen, dass sie nicht aggressiv sind. Was glaubst du, warum eine Hunderasse wie die von Pascha überhaupt auf dieser Liste stand? Weil sie schneller abzurichten auch sind. Weil sie schneller in eine Richtung erzogen werden können, ja, in der sie aggressives Verhalten zeigen. Statussymbol und... Naja, wer will schon mit einem Chihuahua das machen, ne? Heißt das, die Rasse ist per se Nein. nicht so veranlagt, dass sie
Nein. gefährliches Verhalten Nein. zeigen muss. Nein. So. Eine Beißwurst? Ja, die Beißwurst. Ob er auch auslässt, ein bisschen spielt. Ja, da hat er schon Bock. Und ob er loslässt, wenn man aussagt. Ne? Kascha, aus. Nein, aus. Aus. Sitz. Ja. Zug. Weil spielen kann umschlagen in Ernst. Halbsitz. Wobei ich jetzt sagen muss, also so ein Verhalten habe ich auch schon in jedem Berliner Park erlebt. Ja. Also ist nicht so ungewöhnlich. Nee, das stimmt. Aber es ist anstrengend. Wie ist das denn bei euch? Könntet ihr euch einen Hund wie Pascha vorstellen? Habt ihr Hunde? Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Bei Hunde schnappen ja auch die Stimmung auf. Ne? Wenn du ängstlich bist, kann der Hund ja auch ängstlich sein. Ja. Jamie, was hast du schon wieder den Müll nicht rausgebracht? Immer die gleiche Scheiße. Die Pfandflaschen. Du hast gesagt, wir machen 50-50 im Haushalt. Nein. Ganz ehrlich, der Hund hat schon wieder überall hingeschissen. Du wolltest den Hund. Ich wollte den Hund überhaupt nicht. Ich habe mich breitschlagen lassen. Warum reagiert der Hund überhaupt nicht? Oh, ah, das mag er nicht. Die anderen Hunde haben alle reagiert. Nur er blieb cool. Ich würde sagen, wir haben nur noch drinnen im Gehege, wo sie jetzt so mal seinen Fressnapf anfällt. Aber er geht gar nicht gleich trinken, ne? Nee. Noch zu aufgeregt. Nein, nein, nein. Machst du mal Sitz? Ich stelle ihm jetzt den Napf hin und schaue einfach mal, ob er warten kann und nicht sich direkt draufstürzt. Ich habe eine Vermutung. Okay, er kann nicht warten. Pascha, sitz. Warten. Nein. Ja. Gleich die Hand weggeschoben, ja? Wenn du jetzt so dir alles in allem Pascha anguckst, wie würdest du ihn einschätzen? Er ist kein aggressiver Hund. Ich würde ihn auch nehmen. Mein Schatz! Border Collie-Hündin Runa hat schon mal zugebissen aus Angst vor einem Böller. Jetzt können wir sie ohne Probleme streicheln. Was glaubst du, wären so die Top-Eigenschaften, die ich als Halterin bräuchte, um mich um jemanden wie Pascha zu kümmern? Also, du solltest sehr standfest sein, ne? Du solltest Geduld haben und konsequent sein. Also wir wünschen uns immer für alle unsere Hunde eine liebevolle, konsequente Führung. Das ist ganz wichtig. Und man muss halt das Durchhaltevermögen haben. Und da ist halt die Frage, hast du auch die Geduld, das zu machen und die Zeit vor allen Dingen. Übrigens, bestimmte Rassen dürfen nicht aus dem Ausland eingeführt werden. Das gilt in ganz Deutschland für Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier und Bull Terrier. Ihr habt hier verschiedene Hunderassen, aber man sieht es ihnen ja erstmal nicht an, ne? Ja. Wer ist irgendwie wie drauf. Warum trägt jetzt zum Beispiel der einen Maulkorb und Pascha nicht? Obwohl also, Pascha ja der gefährlichere Hund ist eigentlich. Kira ist ein Labrador, also der typische Familienhund in Deutschland eigentlich. Kira wurde aber schwer misshandelt in ihrer alten Familie und hat gelernt, dass der Mensch ihr nur Schmerzen zufügt. Sie wurde mit Strom misshandelt und wo sie hier ankam, ist sie sofort auf den Menschen losgegangen. Okay, das heißt, ob ich einen aggressiven Hund habe, das hängt nicht damit zusammen, ob das jetzt irgendein Staffordshire Terrier ist, ein Pitbull ist, ein Border Collie ist oder ein Labrador ist. Letztendlich die Erziehung Richtig. Ist alles. Richtig. Natürlich gibt es bei bestimmten Hunderassen die Veranlagung, dass sie schneller in eine gewisse Richtung getrieben werden können durch die Erziehung. Gefährlich oder nicht, Pascha hat den Test heute auf jeden Fall bestanden. Mit der neuen Hundeverordnung wird es wahrscheinlich in Zukunft immer mehr Halterinnen und Halter geben, die sich für Pitbulls, Staffordshire Terrier und Co. interessieren. Klar ist aber auch, wer so einen Hund halten möchte, sollte sich bewusst sein, kann ich das überhaupt leisten? Kann ich so einen Hund handeln? Und habe ich mich genug mit der Rasse beschäftigt? Denn ob ein Hund aggressiv ist, hängt weniger mit der Rasse zusammen, sondern mehr damit, wie sich überhaupt der Halter so anstellt. Könntet ihr euch das vorstellen, einen Hund wie Pascha zu haben? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr unseren letzten Explainer sehen wollt, dann klickt doch gerne mal hier. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr Hunde liebt, dann lasst gerne mal ein Like da. Gar keine emotionale Bestechung. Mm-hmm.